Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Trend Raider Trend Box. Die ist hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trend Box erscheint monatlich, kostet 29,95 oder ab 29,95, je nachdem, was für eine Aboform man so wählt. Ich glaube, da ist es auch wahrscheinlich gestaffelt, ne? Ich habe einen Code, Claudi15, damit sparst du 15% auf deine Box. Und ja, genau. Ich weiß gar nicht, bis wann ihr euch die Januar-Box bestellen könnt. Schreibe ich euch mal rein. Das weiß ich gerade nicht, weil ich drehe heute am 12. Januar. Wir gucken gleich mal. Und jo, ansonsten kriegt ihr nämlich die Februar-Box. Die Box erscheint nämlich monatlich und sie enthält halt mega geile Trendprodukte, die aber tatsächlich auch immer sehr nachhaltig sind. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxen-Team. Und deswegen verlose ich auch etwas in diesem Video. Es ist keine Trend Raider Box, aber es ist eine individuell zusammengestellte Beauty Box von mir. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt im Januar drin haben. Ich muss gestehen, ich kann mich nicht daran erinnern, was der Spoiler im Dezember für die Januar-Box war. Ich bin super vergesslich, Leute. Aber ich möchte die erstmal mit euch zusammen öffnen und ja, mit euch zusammen mal reinschauen, was da so drin sein könnte. Ich habe das hier immer geöffnet und die ist immer riesig, die ist gut befüllt und hier sind Produkte drin. Da bin ich jedes Mal drüber überrascht, ne? Weil das sind halt wirklich etwas andere Produkte. Wir haben hier Beauty drin, wir haben Lifestyle, wir haben Food hier mit dabei, wir haben dies, das, Ananas, wirklich ganz, ganz coole Sachen. Es scheint jetzt aktuell das Motto Natural Power zu sein und wir brauchen, glaube ich, alle wirklich ein bisschen Kraft, ne? Also mir kann es persönlich nicht schaden. Und hier, dann mache ich mal hier das Seidenpapier auf. Na, und dann haben wir hier einmal den Blick in die Box. Das sieht doch schon mal ganz sympathisch aus, muss ich sagen, weil ich sehe hier Glas, ich sehe hier Jute, ich sehe hier wirklich natürliche Geschichten. Das hier bekomme ich tatsächlich immer, weil ich eine Kooperation habe. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Jana. Vielen, vielen Dank, liebe Jana und ja. Tatsächlich, ne? Handmade in Berlin. Genau, das ist eine Box aus Berlin. Und auch das hier ist, glaube ich, so Graspapier, oder? So ganz recyceltes Papier. Finde ich total cool. Dann sind hier immer so Kärtchen mit dabei, die muss man sammeln. Wenn du die Nummern 1 bis 10 gesammelt hast, dann kannst du das als Scan an redaktion@trendraider.de schicken und bekommst dann eine Überraschungsbox. Ich habe hier die Christine drin. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal die kompletten 10 fertig habe und was das dann für eine Überraschungsbox ist, ne? Schreib mir mal gerne, falls du schon mal eine bekommen hast, ob du dich noch daran erinnern kannst, was in deiner Trend Raider Surprise Box drin war. Hier haben wir dann einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Huch, da steht hier noch was auf dem Tisch. Ja, da war noch das Füllmaterial. Und da gucke ich gerne mal mit euch zusammen rein. Eine wunderschöne, rothaarige Frau, extrem schön, mega geile Wimpern, Natural Power. Also die sieht ja mal richtig hübsch aus, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Wow, hat was Mystisches, die Frau. Cool. Jo, dann gucken wir mal. In der Januar-Ausgabe die Kraft der Natur, deine Natural Power Box. Okay, das neue Jahr verlangt neue Energie für Körper und Geist und dafür setzen wir ganz auf die Kraft der Natur. Sie versorgt uns seit Menschengedenken mit allem, was wir zum Leben brauchen. Ja, das stimmt tatsächlich. Also im Prinzip, ne? Ja, sollten wir uns mal ein bisschen mehr in der Natur aufhalten, um an die Ursprünge unseres Lebens zurückzukehren, wenn wir uns so ein bisschen erden wollen? Das stimmt tatsächlich. Ja, und irgendwoher kommt ja auch der Spruch, sich zu erden, ne? Das uralte, bewährte Wissen um die Kräfte von Pflanzen, Heilkräutern und Früchten scheint dabei in der Vergangenheit immer mehr in Vergessenheit geraten zu sein. Ja, schon irgendwo. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt so die letzten Wochen tatsächlich eine ganze Weile eine dicke, fette Erkältung gehabt. Ich versuche mich dann aber immer eher so mit diesen natürlichen Hausmitteln dann da auch rauszuziehen, ne? Also schöne heiße Zitrone und Wadenwickeln, so ein Kram alle, ne? Ja, das hilft eigentlich immer am besten. Wir wollen uns mit deiner Trendbox im Januar wieder auf jene Kräfte besinnen. Mit dem Thema Natural Power geben wir dir ein Stück Natur in die Hand und versuchen nebenbei eine kleine Hommage an die natürlichen Kräfte zu schaffen, die das Leben auf diesem Planeten erst möglich machen.
Das heißt für dich natürliche Materialien, wertvolle Tipps zum bewussten Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und Produkte mit wertvollen ökologischen Inhaltsstoffen. Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner Entdeckungsreise durch die Natur. Mega. Und dann hat Philly von Trendradar auch noch hier so ein Zitat mit reindrucken lassen. Auf meinem Ernährungsplan stehen schon einige kraftvolle Schätze der Natur. Von frischem Obst über gesundes Gemüse bis zu nährstoffreichen Saaten. Es ist faszinierend, was uns die Natur alles zur Verfügung stellt. Im neuen Jahr möchte ich noch mehr solcher Lebensmittel auf den Teller bringen und dafür das ein oder andere Fastfood weglassen. Sollte man wirklich, ne? Weil so gesund sind Burger und Co. nicht unbedingt, aber lecker. Ja, ist immer schwierig, ne? Also da muss man halt immer mal gucken. Hier sind dann die ganzen Produkte mit Preisen aufgeführt. Manchmal sind es auch Alternativprodukte, die man bekommen kann. Dann haben wir hier auch so ein bisschen There is no Planet B, so ein bisschen, dass man halt drüber nachdenkt, ne? Auch wirklich bezogen auf das Motto. Informationen dabei, Detox-Mittel, Bullet Journal, für mehr Bewegung in deinem Alltag, das ist auch wichtig, ja. Ich mache jetzt tatsächlich mit meinen Mädels aus der Clique einmal die Woche Zuckersport, weil wir sind ja die Zuckerpuppen und das tut auch echt gut, auch wenn ich danach einfach tot bin. Dann habe ich ein Zitat hier drin, wer den Weg zur Natur findet, findet auch den Weg zu sich selbst. Stimmt. Dann haben wir hier auch immer ein Rezept mit drin. Das finde ich auch cool. Und hier hinten haben wir den Spoiler für Februar. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Zeit für Gemütlichkeit. Im Februar trotzen wir der Kälte und schaffen uns ein Wochenende voller Wohlfühlmomente, das den ganzen Monat überdauert. In deiner Crazy Weekend Box, geil, da freue ich mich drauf, findest du dabei alles, was du für die perfekten Tage ohne Verpflichtung und Stress dafür mit umso mehr Gemütlichkeit brauchst. Freue dich auf ein wärmendes Fashion-Highlight. Wahrscheinlich ein Schal oder so, zahlreiche süße und herzhafte kulinarische Freuden und ein Wellnessprodukt aus kuschelweichen Buchenholzfasern oder Kussel, verstehe ich noch nicht so genau, Buchenholzfasern, genau. Im 12-Monats-Abo hast du übrigens wieder die Gelegenheit, ein Trend-Ticket zu ergattern. Ja, wenn man dieses 12-Monats-Abo wählt, dann hat man manchmal noch ein Goodie on top oder manchmal hat man dann halt dieses Golden-Ticket mit dabei, dass du halt spezielle Vorzüge halt dadurch bekommst, abgesehen vom Preisnachteil. Das finde ich halt ziemlich cool. Genau, ein Trend-Goodie haben wir hier tatsächlich auch noch mit dabei. Das müsste ich dann hier auch in der Box mit drin haben. So. Meine Herren, Labarababa, aber ich habe hier immer Timestamps. Ihr wisst Bescheid, wenn euch gerade was nicht so, ne, interessiert, dann springt einfach weiter. Dann starte ich mal mit dem ersten Elefanten, den ich hier im Raum habe. Der hat ja schon mal alles überdeckt. Da habe ich so einen Jutebeutel drin, den ich hübsch finde. Kannst du auch als Rucksack tragen. Da ist so ein Hirsch drauf abgebildet. Und das sieht schon mal ganz nice aus. Mag ich gerne Leinenbuch. Und so ein Jutebeutel ist nie weg. Haben wir immer irgendwie in unseren Autos drin rumliegen. Oder halt überall. Ne? Das kannst du halt super als Einkaufsbeutel verwenden oder als Picknicktasche oder so. Wenn ich zu viele davon habe, dann nehme ich die immer für die Tafel, weil da packe ich auch immer Pakete oder halt Taschen und bringe das immer mal wieder dorthin. Und deswegen total cool, kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen und es passt auf jeden Fall mit in die Box. Ne? Fühlt sich schön an. Also ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich irgendwie Baumwolle oder sowas sein. Ne? Fühlt sich sehr, sehr dick an. Mag ich gerne leiden. Ist praktisch. Doch, ne? Sammy fällt ja nicht großartig viel zu ein. Er pennt einfach vor sich hin. Genau, das hier ist das ein Teil, glaube ich. Gibt es da noch ein zweites? Weiß ich gar nicht. Muss ich noch mal gucken. Von diesem Trend-Goodie. Genau, Kalender und dies, das, Ananas. Zuallererst habe ich hier ein Mein Tagebuch mit Inspirationen aus Das Lavendelzimmer. Das ist ein Buch, ne? Das habe ich auch schon mal gehört. Von Nina George ist das nämlich ein Buch, genau. Es gäbe so viel über das Leben zu erzählen. Leben mit Büchern, Leben mit Kindern, Leben für Anfänger. Schreiben Sie doch eins. Ja, wer weiß, mal gucken. Für alle Gedanken und Geschichten über das Leben, Lieben und Lesen. Mhm. Okay, ein Tagebuch ist auf jeden Fall nie weg. Oh, ist das schön. Oh, blöd, meine Mom hatte jetzt letztens Geburtstag und das wäre perfekt für sie gewesen. Schade, egal. Kann man auch noch aufbewahren und dann vielleicht zu Ostern verschenken oder so. Ich glaube, die wird das geil finden. Ich habe gerade einmal kurz reingeblättert. Also erstmal hast du hier so ein mega schön dieses Tagebuch gehört. Ne? Oh mein Gott, ich liebe sowas. Ich selber schreibe kein Tagebuch, weil ich habe letztes Jahr angefangen, so ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Muss aber gestehen, dass ich irgendwann realisiert habe, dass ich nur noch am Heulen war und deswegen hat mir das nicht so gut gefallen. Also erst hat mich das aufgebaut, tatsächlich ja. Aber irgendwann hatte ich ja so einen richtigen Tiefpunkt, wo ich dann ja auch später meinen Job gekündigt habe und so weiter, war es sehr, sehr schwer für mich. Ja, aber tatsächlich ist eigentlich so ein Tagebuch cool, ne? Dann hast du hier immer auch die Möglichkeit, ein Datum reinzuschreiben. Dann sind hier auch so Zitate mit drin.
Ach Mensch, wie schön. Bonjour, Mademoiselle, verzeihen Sie, lesen Sie gern. Auch hier so Zitate aus dem Buch halt, ne? Aus, ja, das Lavendelzimmer steht ja auch hier hinten drauf, vorne drauf, irgendwo steht's drauf. Und dann halt auch diese Lavendelblüten mit dabei. Nein, das finde ich toll. Wird regulär 12,99 kosten, steht hier drin. Und hier kannst du auch theoretisch, du hast ja auch noch so einen kleinen Umschlag, ne? Da kannst du auch noch Sachen reinpacken, Fotos oder so. Nee, das mag ich. Neue Wörter zum Selbsterfinden. Süß. Zitronenkuss. Wunschlichkeit. Ach, wie cool. Ein sehr kreatives Buch. Also das mag ich gerne leiden. Das ist ein tolles Trend-Goodie für diejenigen, die halt ein 12-Monats-Abo haben. Das finde ich richtig schön. So, mal gucken, wo mir dann gleich das andere über den Weg läuft. Das Bild hier habe ich schon gesehen. Dann habe ich hier ein bisschen was zum Naschen. Glutenfrei Amaranth-Kakaotaler mit Schokosplittern. Eifrei, 100% Vollkorn mit Honig gesüßt. Sowas finde ich ganz lecker. So als kleines Snack-Frühstück, als kleines mal eben so zwischendurch essen. Ne? Finde ich das ganz toll. Mein Freund macht jetzt gerade Abendbrot, deswegen werde ich das jetzt nicht essen. Aber sowas ist cool, ne? Da ist nicht so super viel drin. Da haben wir jetzt irgendwie, weiß ich, 5 Kekse oder 6 Kekse. Vier drin, genau. Ne? Aber so zum Ausprobieren finde ich das immer in solchen Trendboxen, in Lifestyleboxen ganz nice. Dann habe ich von Madara hier was drin. Madara ist eine Marke, mit denen habe ich auch ganz, ganz damals mal zusammengearbeitet. Die haben ganz schöne Produkte. Und irgendwie laufen sie mir in letzter Zeit immer öfter über die Füße, wenn ich Adventskalender auspacke, wenn ich Beautyboxen auspacke. Denn das mache ich auf diesem Kanal ja auch sehr, sehr viel. Also, falls du Bock hast, abonniere mich sehr gerne. Hier gibt es Beauty-Content, Unboxing-Content, Reviews, alles Mögliche, was das Herz begehrt. Ne? Ja, genau. Und hier haben wir drin Rich Hydra Barrier Ziza Cream, also eine Creme fürs Gesicht. Und das soll halt um die Haut wieder, also für trockene und gestresste Haut, das passt für mich. 40 Milliliter haben wir hier drin. Hydration, Komfort und Beruhigung. Okay. Oh. Ja, es ist immer spektakulär, wenn du so eine Verpackung und dann so ein Produkt hast, ne? Aber nee, finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Sowas kann ich mir dann auch als Nachtcreme sehr gut vorstellen, ne? Wenn das sehr, sehr feuchtigkeitsspendend ist. Das finde ich toll. Ja. Und Madara ist, wie gesagt, eine tolle Marke, die, glaube ich, auch naturnahe Kosmetik oder hier, this product ist vegan, das ist schon mal ganz interessant. Cosmos Natural zertifiziert, also auch irgendwie so naturnahe Kosmetik ist das, ne? Sehr, sehr geil. Und bei Beauty haben sie mich ja sowieso. Ei, das habe ich, das muss ich jetzt mal trinken, glaube ich, ne? Rotbäckchen, Morgenstark. Okay, das muss ich eigentlich morgens trinken. Ja, mild, morgenstark für den vitaminreichen Start in jeden Tag, 125 Milliliter, das trinke ich mir morgen früh. Und sowas ist immer ganz gut, wenn man halt direkt schon dem Körper so Vitamine zufügt. Hier haben wir B12 drin und Niacin haben wir hier drin, Vitamin E, das Schönheitsvitamin. Und Pantotensäure, Folsäure, Biotin, alles für wunderschöne Geschichten. A, B1, B2, B6, B12, C. Ja, das ganze Alphabet ist hier vertreten. Klasse. Nö. Nur für morgen früh auf jeden Fall so ein Zusatz zum Frühstück. Ach, guck mal, da kann ich die Taler essen mit Amaranth und dann das Säftchen dazu trinken. Dazu gibt es hier noch so ein bisschen Kichersnack. Hier ist sie nämlich auch noch mit dabei, ne? Und zwar von Nutripur Kichersnacks, Kichererbsen mit Salz, doppelt geröstet. 120 Gramm. Vielleicht ist das aber auch etwas, was ich heute Abend vom Fernsehen mir genehmigen werde. Muss ich mal gucken, ne? Da gucke ich nämlich aktuell, mega interessant, Sex Education auf Netflix. Mega, mega interessante Serie. Ja, vorher habe ich You geguckt und jetzt gucke ich das. Ne? Falls ihr mehr Empfehlungen habt, weil ich habe mir das letztens runtergeladen, weil meine Freundinnen mir empfohlen haben, dass ich mir mal, ne, das Netflix-Abo anschaffe, schreibt mir gerne irgendwelche Vorschläge unten in die Kommentare rein, welche Serien oder Filme ich unbedingt mal geschaut haben sollte. Dann gucke ich mir die mal an. Genau. So, und hier haben wir Snacks. Kichererbsen mag ich persönlich sehr gerne. Schmeckt halt immer sehr natürlich, aber ich mag es halt, ne? Ist voll mein Ding. Und ja, vielleicht dazu irgendwie ein schöner Dip oder so oder nicht oder Schoki. Mal gucken. Dann habe ich hier als nächstes auch wieder was zu trinken drin. Vitamin Well Hydrate. Vitamin C, Vitamin D, Biotin und Zink. Erdbeer-Rhabarber-Geschmack, 500 Milliliter. Oha, so ein richtiger Schönheitsdrink. Gucke mal. Schönheit nicht nur von außen mit Cremes dran packen, sondern auch hier mit Getränken. Komm, wir probieren das mal. Ich weiß nicht, ist das mit Kohlensäure? Ich hoffe, dass ich da nicht rösten muss oder so. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus. In diesem Schweinchen rosa stehe ich wirklich drauf. Also sowas, das sind halt, ne, solche Farben erfreuen mich bei Getränken und bei Kleidung auch. Oh, das riecht sehr süß. Sehr süß.
Prost. Oh, lecker. Mmh. Ohne Kohlensäure. Oh, mag ich voll gerne. Mmh. Die Erdbeere kommt echt gut. Ne? Ich mag eigentlich nicht so gerne Rhabarber. Habe ich eigentlich eben Himbeer oder Rhabarber gesagt? Ich weiß nicht, ist Erdbeer-Rhabarber-Geschmack. voll lecker. Das werde ich mir gleich schön leer ziehen. Mega geil. Dann habe ich noch was zu snacken. Also ganz schön viel zum Snacken, Leute. Ne? Aber schon so gesund irgendwie. Chorwach. Das ist auch für morgen früh was mit Koffein. Geil, ein Koffein-Schokoriegel. Auch interessant, ne? Mit Guarana, Erdnuss, Karamell, Meersalz. Nom. Nom. Koffein wie in einer Tasse Espresso. Das ist ja cool. Also ich muss es mal probieren. Morgen früh werde ich dieses Video auch schneiden. Dann kann ich euch direkt auch mal reinschreiben, wie es so schmeckt. Denn während ich schneide, werde ich das wahrscheinlich essen. Also, ne? Habe ich richtig Bock drauf. Ich mag gerne Erdnussriegel. Ich mag gerne Karamell. Und das in Kombination mit Meersalz und Schoki. Oh, Baby. Also, ne? Frühstück ist sowas von safe. Es wird morgen ein sehr opulentes Frühstück für mich werden, ne? Cool. Hier habe ich was drin. Das habe ich jetzt schon öfters mal gehabt, aber Blaue Helden habe ich noch nicht ausprobiert. Solche ja, Sprühflaschen, wo man dann halt einfach Wasser reinfüllen kann und dann nimmt man so einen Tab. Und jo, das hatten wir auch schon mal in der Trend Raider Box drin, kurz vor so dieser ganzen Adventskalenderzeit, ne? Wie hießen die? Everdrop, genau. Und daraufhin habe ich mir nämlich damals auch den Everdrop Adventskalender gekauft. Und da haben wir auch das ein oder andere schon bei uns in Anwendung. Waschmittel hatten wir, glaube ich, drin. Ja, und bei diesen Allzweckreinigern für normalen, generellen Schmutz ist das in Ordnung. Aber das ist nicht so super hartnäckig wie diese Chemiebomben, ist klar. Aber für mal eben so ist sowas gut. Ne? Eine saubere Welt beginnt bei uns, Blaue Helden. Ja, 1A. Ne? Finde ich auch sehr, sehr nachhaltig gedacht. Weil du halt, du transportierst halt kein Wasser durch die Gegend. Du kannst halt einfach das Wasser aus dem Hahn nehmen und dir damit dann quasi deinen Selbstreiniger, deinen Reiniger selbst anmischen. Das Problem, was ich halt hierbei sehe, ist, dass die meistens relativ teuer sind. Hier wird wahrscheinlich, wenn ich hier den Preis nachschlage, auch die Flasche mit drin sein. Dementsprechend ist es ein bisschen schwierig, aber ich gucke mal auch online, was es so kostet. Ne? Guck mal, hier sind sogar Codes auch mit drin. Sauber hoch 20, da bekommst du 20% im Online-Shop. Ist auch ganz nett, ne? Gut, jetzt hier die Flasche zusammen mit dem Drop kostet 2,95. Ich guck mal, was halt so ein alleiniger Reiniger kostet, ne? Weil die Flasche kannst du ja immer weiterverwenden. Man holt sich ja nachher nur noch das Power-Tab halt nach. Aber da muss man halt immer gucken, ob das überhaupt dann wirtschaftlich ist, ob das für einen selbst sich dann halt lohnt. Ich finde das, wie gesagt, für normale Verschmutzungen, für normal Putzen vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich so richtig das Klo putze, wenn ich das Bad richtig reinige, wenn ich Kalk entfernen will oder so, ne, brauche ich schon ein bisschen mehr. Bin ich ehrlich. So. Hier haben wir das drin, was wir auch alle mit drin haben, die das 12-Monats-Abo haben. Und zwar ist es Bach, Original Bachblüten. Crab Apple, das Holzapfel, das kenne ich auch irgendwoher. Das hatte ich auch schon mal in einer anderen Box irgendwo mit drin. Verzehrempfehlung, genau. Bachblüten sind ja auch so ein bisschen zur Beruhigung und so weiter da. Deswegen passt das auch zu dem Tagebuch mit dazu. Da haben wir dann hier einmal diese Bachblütentropfen. Ich weiß, wir haben damals auch so eine Homöopathin an der Hand gehabt. Und die hat uns auch immer gesagt, wenn wir irgendwie kurz vor einer Prüfung standen, Klausur, Klassenarbeit oder so, ne? Bachblüten, ganz entspannt, chillig und so, ne? Genau, das wäre dafür auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte, auch wenn du so nicht einschlafen kannst oder so. Das ist ja dieses ganz Klassische, was man so kennt. Und das ist jetzt die Nummer 10. Und ja, Bachblüten kennt man eigentlich so, ne? Ja. was hätten wir denn nun hier? Ui, hier haben wir noch ein bisschen was drin. Und zwar einmal, Eieiei, das finde ich ja schön. Lehmanns Biosaaten. Hier habe ich Dill mit dabei. Das wird angepflanzt. Ich weiß noch nicht, wann das angepflanzt werden muss. Was steht denn hier? Standort sonnig. Gute Nachbarn. Erbsen, Gurken, Möhren. Schlechte Nachbarn, Kürbis. Gut, habe ich jetzt so nicht vor. Ne? Pflanzung Freiland. Ab April. Ja, guck mal. Dann kann ich das ab April anpflanzen. Und dann kann ich ab Juni vielleicht schon ernten. Bin ich ja auch mal gespannt. Ne? Wir haben auch einen Kräutergarten, aber Dill haben wir da noch nicht drin. Das ist toll, das gefällt mir. Und wir haben auch noch, ich glaube, 2 Viecher mittlerweile frei, wo ich was reinpflanzen könnte, weil mir da was eingegangen war. Ja, cool. Yay.
da geht die Party ab. Und dann habe ich hier noch ein bisschen was für die Beauty-Geschichte von Luvos Heilerde Clean Maske mit Edelsalbei-Extrakt und naturreine Heilerde bestätigte Wirksamkeit. Ich mag gerne diese Luvos-Masken, ne? Die sind halt immer irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sind die immer gut. Und das ist jetzt eine Crememaske, macht eine porentiefe Reinigung. Oh, die hat sich hier oben angesammelt. Und ein glatteres Hautbild. Sowas kann ich jetzt gerade so in der Erdbeerwoche immer ganz gut gebrauchen. Ne? Für schönere und gesunde Haut. 1A. Und Luvos ist auch eine Marke. Irgendwie ist das so eine von den Marken, wo man so ein gewisses Grundvertrauen hat, oder? Also es gibt so ein paar Marken, da gehört Luvos auf jeden Fall auch mit dazu, wenn ich da Produkte von den Boxen drin habe oder wenn ich die im Supermarkt oder in der Drogerie sehe, da sagst du direkt, auch, ist eine gute Marke. Ne? Und da gehört Luvos, wie gesagt, für mich auch mit dazu. Und jo, wird ausprobiert. Zack. Hier habe ich eine Marke, ein Produkt von Be Natural Beeswax Lip Balm mit Acai. Auch ein Lippenbalsam kann man jetzt ganz gut gebrauchen. Ich habe jetzt auch so etwas sprödere Lippen und dann kommt das ganz gut, wenn man so einen Lippenbalsam immer irgendwo in der Jackentasche hat. Oder habe ich am Bett stehen, habe ich bei mir im Badschrank stehen, habe ich in der Handtasche. Überall sind irgendwo Lippenbalsame bei mir versteckt. Ich glaube, wenn ich alle mal zusammen suchen würde, hätte ich einen riesengroßen Haufen an Lippenbalsam. Jo. Finde ich aber ziemlich geil und sowas wird immer wieder verwendet und diese Bee Natural Geschichte besteht halt aus Bienenwachs und ist halt irgendwie cool. Ne? Also halt auch eine natürliche Geschichte, kann ich nichts zu sagen. Ja, so, ein bisschen was ist hier noch mit drin. Und zwar neben, ach komm, machen wir erstmal hier die Werbung, oder? Komm, jeden Tag optimal versorgt, maßgeschneidert hoch für dich. Tagespack, was ist das? Dona Natura. Hä? Was ist Dona Natura? Da ist auch irgendwie eine Probe oder so mit drin. Dona Natura, Tagespack. Für guck mal, das ist Nahrungsergänzungsmittel. Hochdosiert mit Omega-3, Zink, Vitamin C und Vitamin B12 Plus Komplex. Okay, keine Ahnung. Bei Nahrungsergänzungsmitteln sage ich immer, macht ein großes Blutbild, fragt euren Hausarzt, was eurem Körper fehlt oder eben nicht fehlt. Und dann kann man da halt entsprechend und gezielt das Ganze mal sich anschauen. Hier haben wir auch einen 5-Euro-Gutschein, der hier mit dabei ist. Und da kann man sich halt seine Sachen individuell wohl zusammenstellen und bekommt dann auch so ein Tagespack dann nach Hause. Ne? Also wirklich vorher großes Blutbild machen, analysieren lassen, was fehlt mir. Und dann kannst du über Dona Natura dir das dann zusammenstellen lassen. Finde ich auch gut tatsächlich, ne? Dass sie das anbieten, dass es individuell ist, also personalisiert. Und das finde ich toll. Ich weiß nicht, was es kostet und so. Aber wie gesagt, da auf jeden Fall, bevor ihr sowas einfach blind kauft, aber dafür, das steht da auch so mit bei, lasst euch testen, ist wichtig. So, auch hier nochmal 15% Rabattcode von RecableIt. Okay, ja, ist nett. hatten wir jetzt so, glaube ich, nichts von drin, ne? Aber auch nett. Und dann haben wir hier noch eine Zeitschrift mit dabei. Ich glaube, die wechselt immer mal wieder, ne? Bio, natürlich, gesund leben, Fasten ohne Hunger, besser sehen, so erhalten Sie Ihre Sehkraft. Ernährung fürs Immunsystem, Auszeit vom Alltag, so gelingt Ihr Sabbatical. Kostet normalerweise 5,90 Euro, ist ein Biomagazin und eine Zeitschrift kommt bei uns immer auf ins Badezimmer. Da haben wir halt so einen Zeitungsständer und da kommt das dann immer rein, dann kann man sich das mal durchgucken. Guck mal hier, Yoga-Posen, ne? Letztens bei unserem Zuckersport, als wir alle tot waren, hat am Ende dann eine meiner Freundin zum Relaxen 15 Minuten Yoga gemacht und ich habe einfach nur rüber geguckt und mir gedacht, irgendwo an der Decke ist doch bestimmt so ein Band, an dem sie aufgehangen ist. Die hat Posen gemacht, das ist der Wahnsinn, die hat nahezu geschwebt. Also liebe Grüße an dieser Stelle an dich, liebe Sandra, du bist echt hardcore. So viel dazu, ne? Das war die Zeitschrift und das war jetzt auch die Trendlist. Also, man hätte alternativ auch noch andere Sachen drin haben können. Und zwar alternativ zu der Madara-Creme hätte man drin haben können von Soli Plus etwas. Ein Peeling-Serum mit Hyaluron, das wäre auch ganz cool gewesen. Man hätte hier ein festes Deo drin haben können. Hatte ich jetzt so nicht. Nö. Ja gut, da hätte man wahrscheinlich eins von diesen vieren hätte man hier drin haben können, oder? Also alternativ zu der Creme, dann, nee,
Das hätte preislich ja gar nicht hingehauen. Vielleicht fehlt bei mir auch die Deo-Creme. Also da hätte man entweder von Green Door ein festes Deo drin haben können oder von We Love the Planet. Also ne, die kenne ich beide. Das habe ich sogar tatsächlich beides zu Hause. Deswegen, ne, jetzt bei mir jetzt nicht so schlimm, aber theoretisch wäre es gut gewesen, eins drin zu haben. Dann ja, waren das auch die einzigen Alternativprodukte. Lehmanns. Achso, nee, da hätte man von diesen Saatgutviechern Dill, Genovesa Basilikum oder Schnittlauch drin haben können. Ich finde es gut, dass ich Dill drin habe, denn Basilikum und Schnittlauch haben wir schon im Garten angepflanzt. Und das sät sich auch immer wieder selbst aus. Genau, also so viel dazu. Ich fand die Box so als Einstieg in das neue Jahr sehr schön. Ich fand sie sehr foodlastig. Ne? Für mich cool, weil ich mag gerne so mich durchnaschen, neue Snacks ausprobieren und so weiter. Wir hatten aber auch viele schöne Beauty-Produkte drin. Also unterm Strich waren das coole Produkte. Ne, also es lohnt sich auch auf jeden Fall, weil allein die Creme von Madara hat schon den Wert von der kompletten, vom kompletten Boxenpreis. Ne? Was Schönes zum Lesen mit dabei. Wenn man das Jahresabo hat, auch noch dieses Tagebuch, was ich schön finde, selber nicht nutzen werde, aber schön finde. Vielleicht werde ich das aber auch als Notizbuch benutzen, weil das kannst du ja auch machen. Ne? Eigentlich zu schade dafür. Egal. Ja, das war es jetzt hier von der Box. Ich fand die, wie gesagt, ganz cool. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein. Und ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!